Wir sind eigentlich schon bei diesem Punkt, auf den ich auch hinaus wollte, wenn wir den ersten Vers anschauen. Es sprach der Herr oder spricht der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde als Schemel unter deine Füße lege. Christus Jesus, der sich auf seinem messianischen Heilsweg zu den ihm bestimmten Todeswassern hinabbeugt und seinen Trunk zum Erlösungsopfer für die Welt gemacht hat, ist zum Kyrios, zum Gottkönig, zum, die östliche Christenheit sagt, zum Pantokrator erhoben worden. Ihn, so sagt es der Hebräerbrief, der hohe Priester, der die Reinigung von den Sünden erwirkte, setzt der Vater durch seinen Spruch zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und von hierher, von diesem christologischen Verständnis her, also Jesus lässt sich nicht reduzieren auf Jesus von Nazareth. Wenn wir das tun, haben wir de facto nichts. Wir haben etwas, ja, aber dann haben wir einen jüdischen Wanderprediger, von dem wir in vielen Publikationen heute lesen können. Aber Jesus hat vielleicht auch manche Züge eines sogenannten jüdischen Wanderpredigers. Aber ich muss das hier nicht wiederholen, aber der Psalm wiederholt es. Jesus ist mehr. Es sprach der Herr zu meinem Herrn, also zu diesem Christus, zu dem Messias, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde als Schemel unter deine Füße lege. Für diese Zwischenzeit gibt es sozusagen eine Mitregentin. Das ist die Ekklesia, die Kirche, von der nachher noch einmal die Rede sein wird. Das neue Gottesreich, das von der Erde in den Himmel hinüberreicht. Das ist auch der nächste Schritt, den wir vergessen haben. Es hängt alles miteinander zusammen. Wir beschreiben die Kirche heute soziologisch und hören dann auf, sie zu beschreiben. Wiederum. Das ist genau parallel zur Christologie. Wenn wir Jesus auf sein Menschsein reduzieren, haben wir nichts. Wenn wir die Kirche auf soziologische Gegebenheiten reduzieren, haben wir nichts. Wir haben einen Haufen fauler, verlumpter Priester bis hinein in die Bischofskonferenzen. Wir haben Gläubige, die mehr oder weniger gut sind, aber es sind eben Menschen, die sich zu irgendeiner Vereinigung zusammenführen. Was bleibt uns da? Wir haben irgendwelche merkwürdigen Rituale, wir haben Orte, wo sich Menschen treffen können. Schluss. Und das Ganze kostet viel Geld. Und ein bisschen was Gutes, wenn sie können, tun sie auch. Ist schön. Machen aber andere auch. Das ist keine Beschreibung von Kirche. Das ist nichts. Da könnten wir auch der Wahlverein von Hillary Clinton sein. Genauso verkommen, korrupt und wahnsinnig. Was ist der Unterschied? Weil hier Hillary Clinton vorne steht und hier Jesus von Nazareth. Der hat das Glück, der ist schon 2000 Jahre tot, sagen die dann, die ihn nur auf dieser Ebene beschreiben. Den haben wir schon hinter uns, die andere möglicherweise vor uns. Gott bewahre. Es ist zu wenig. In beiden. Wer die Christologie verkürzt, heißt, wer das Verstehen Jesu verkürzt, auch sein Menschsein, eine klassische Irrlehre in der Kirche, hat zur Folge, dass er auch die Kirche verkürzen muss. Und welch ein Elend die Kirche nur unter diesem Gesichtspunkt, um nochmal in der Friederike Görres zu zitieren, unter dem zu beschreiben, was jetzt als katholisch herumkriecht und wehst. Nochmal Görres. Gott bewahre. Zu diesem Haufen zu gehören, das würde ich mir nicht antun. Vielleicht stimmt's. Entschuldigung, Anwesende vielleicht ausgenommen. Einen engen Zusammenhang gibt es, und der wird hier im Psalm auch deutlich. Die Kirche, die von der Erde in den Himmel hinüberreicht, damit das Reich Gottes wachsen kann, nämlich von dem Tag, von dem wir gleich noch hören im Psalm, von dem Tag, den dieser Psalm besingt, nämlich den Tag der Erhöhung, des Sitzens zu seiner Rechten, des Tages der Auferstehung, der hinübergreift in jenen letzten Tag, wo nämlich alle Feinde ihm unter die Füße gelegt sind.
setz dich zu meiner Rechten. Das ist die Aufgabe, wie die Kirche werden soll. Durch das Zusammenwirken von Vater und Sohn. Das Ziel dieses Wirkens ist die Unterwerfung der Gottesfeinde unter den Kyrios Jesus Christus. Ja, jetzt sind wir bei einem spannenden Punkt. Aha, sagen jetzt unsere Religionsvergleicher. Dürfen sie, sollen sie. Das ist also genauso wie im Islam. Da werden die Feinde unterworfen, bis keiner mehr zuckt. Und sie werden als Schemel unter die Füße gelegt. Beten wir im Islam. Was bedeutet das? Ich lege sie nieder in dieser altorientalischen Sprache. So hat man das gemacht. Es gibt nachher noch ein kräftiges Wort, das, was man aus dem Psalm zerschmettert, die Häupter. Da hat man sie alle doch aufgereiht und als Zeichen der Unterwerfung hat man einige gekillt. Das beten wir. Das ist die Vorstellung von unserem König. Die Väter machen immer Bezüge, weil sie klar sagen, nein, diese Form von Unterwerfung, wie soll das zu diesem Jesus der Evangelien passen? Natürlich passt das nicht. Sie sagen, es gibt eine ganz eigene Art und Weise, dieses Niederlegen vor dem Herrn. Das Christus selber sagt in Johannes 6, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Die aber sich hinziehen lassen vor den höchsten König, unter diesen König, die erwartet nicht die Verwerfung, sondern die Begnadigung. Denn nicht irgendeine irdisch-politische Herrschaft ist Christus anvertraut, das ist auch etwas sehr Wichtiges, das wir nicht vergessen sollten. Nicht irdisch-politisch, es ist eine göttlich-priesterliche Herrschaft. Denn dazu sitzt er ja auf dem Königsthron, dass er alle Brüder und Schwestern im Fleische, auch solche, die ihm jetzt noch Feind sind, nach sich, zu sich zieht, empor zum Vater. Das ist der ganze Sinn dieses göttlichen Unternehmens, dass wir Erlösung nennen, dass wir Inkarnation nennen. Zuerst, sagt Athanasius, hat der Kyrios seinen eigenen Leib erweckt und in sich selbst erhöht. Danach wird er auch die Glieder seines Leibes erwecken, um ihnen als Gott alles zu schenken, was immer er selbst als Mensch empfangen hat. Also sein eigenes Schicksal, Erniedrigung und Erhöhung. Darum lässt er sie in den Mysterien, in den Sakramenten seines Kultes, in seinen Heilstod und seine glorreiche Auferstehung eingehen. Was ist denn das anderes, als wenn wir getauft werden? Was ist das anderes, wenn wir beichten gehen und das Bußsakrament empfangen? Was ist das anderes, wenn wir kommunizieren? Als dass wir hineingezogen werden in diese große Bewegung, in diesen Erlösungsweg. Und obwohl wir es immer noch mal tausendmal falsch machen und immer wieder auf die Nase fallen und es immer wieder weglaufen, immer wieder geschieht das, dass wir hineingezogen werden in diesen Weg nach oben. Auch daran erinnert uns der Psalm. Bis ich dir deine Feinde unter die Füße lege. Wir hatten die Tage schon einmal am Rosenkranzfest darüber nachgedacht, wie das ist mit dem Kampf und ob Christen kämpfen dürfen oder wie ein solches Wort gilt. Man muss das immer im Blick haben, um welchen Herrscher es da geht. Es geht hier nicht mehr um die altorientalischen Herrscher, von denen die Sprache und die Vorstellungswelt ausgeliehen ist. Dafür sind die exegetischen Kommentare gut. Die bringen uns das nahe, die zeigen uns alte ägyptische oder andere semitische, assyrische Zeichnungen, wie die da alle vor dem liegen, wie man mit der Keule rumgeht, die zerschlägt. Dafür gibt es Bilder, das sind die Vorbilder. Aber wenn wir diesen Psalm beten, beten wir ihn von Christus und wir beten ihn zu Christus. Und immer muss man mit Ambrosius dieses Wort sprechen, wir haben einen guten Herrn. Wir haben einen, der sich selber hat zerschlagen lassen. Das ist nicht einer von diesen Potentaten, der irgendwelche Kommandos gibt und Knöpfe drückt, wie in Nordkorea oder sonst irgendwo, sondern der selber zerschlagen wurde, der selber unterworfen wurde, der an seinem Gottsein nicht festhielt, wie Paulus sagt.
Und mit Augustinus müssen wir zu Recht sagen, sind wir nicht selber auch solche Feinde, die unterworfen werden müssen? Das ist ein schöner Gedanke, den Augustinus da hat. Suchen wir seine Feinde nicht allzu weit, nicht außerhalb unserer selbst. Auch du warst im Feind. Und auch du wirst unter seinen Füßen sein, entweder als Angenommener oder als Besiegter. Frage dich also, welchen Platz zu Füßen des Herrn deines Gottes du einnimmst. Denn haben musst du ihn, entweder einen Platz aus Gnade oder einen Platz aus Strafe. Augustinus. Das heißt, wenn wir als Christen diesen Psalm beten, zumal sonntags, werden wir in das sakramentale Geschehen hineingeführt und es wird uns verdeutlicht, der ganze Resonanzboden dieses Geschehens. Denn die Sakramente haben immer etwas mit Demut zu tun. Man kann nicht getauft werden, ohne sich klein zu machen, zumindest wenn wir einmal das richtige Taufritual uns vor Augen haben. Dass es da wie in den alten Kirchen vor dem Orient oder Nordafrika ein großes kreuzförmiges Becken gibt, in das man über Stufen hinabsteigt in das Wasser hinein, muss man untertauchen, ist man erstmal weg. Weg. Um dann aufzusteigen als Kind Gottes. Als Kind dieser Welt geht man unter in den Fluten Gottes. Aber man steigt eben auf der östlichen Seite als Kind Gottes wieder herauf, indem man an der Auferstehung anteilt. Man muss sich klein machen, man kann nicht groß Christus im Brot der Eucharistie empfangen. Wie soll man das tun? Das ist ein Widerspruch in sich. Der Pantokrator ist in diesem billigen Stück Brot. Gibt es eine größere Kleinheit? Wenn wir von Religionsstiftern sprechen, kommen wir vom ersten gleich. Wo gibt es einen, der in so etwas Alltägliches wie ein kleines Stück Brot seine ganze Existenz, ja seine ganze Präsenz hineinlegt. Der von sich sagt, das ist mein Leib, das bin ich. Das spielt bis in die Liturgie hinein eine Rolle. Warum haben Menschen in verschiedenen Religionen, aber auch im Christentum, wir leider sind wir dabei mit diesen Möbeln, mit dieser Verwohnzimmerung der Kirche, die dieser 500 Jahre andauert, alles zu verlernen. Wir bewegen uns ja nicht mehr. Wir hängen irgendwie schräg auf dem Chorgestühl oder wir sitzen wie im Fernsehsessel und meinen schon, wir wären in einer Kirche. Das Knien vor Gott oder die Proskynese, das heißt, das sich auf den Boden werfen. Wir haben das ja nur noch an ganz wenigen Anlässen und dann für ganz reservierte Personen, bei der Professor, Diakon, Priester, Bischofsweihe. Ist eine normale Haltung vor Gott. Ist eigentlich, wenn ich mich als Mensch verstehe, richtig als Mensch und wenn ich Gott erkenne und achte als Gott, die einzig mögliche. Wenn ich das sehe, verliert dieses Bild vom unter die Füße legen etwas von dieser Gewaltherrschaft, die wir da immer gleich mitdenken. Es ist eigentlich logisch. Und wir haben es ja letzten Sonntag, jetzt am Sonntag vor einer Woche noch, im Evangelium gehört, wenn ihr eure Schuldigkeit getan habt, dann betrachtet euch als unnütze Sklaven. Aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Wir haben beides. Auf der einen Seite sind wir als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes angenommen, adoptiert in der besten möglichen Weise, wie man sich vorstellen kann. Gott gegenüber. Christus gegenüber. Das hat aber nicht nur Paulus erfunden, indem er ihn beschreibt, Doulos Jesu Christu, Sklave Jesu Christi, von sich selber, Apostel und Sklave Jesu Christi.
sondern Jesus selber spricht es in diesem Gleichnis, das wir vorletzten Sonntag hörten. Glaubst du etwa, wenn der Herr vom Feld kommt, dass er gleich zu dir sagt, komm, jetzt setz dich zu Tisch, wir essen was? Er wird sagen, nee, komm, geh in die Küche, mach mir was. Und wenn ich gegessen habe, dann kannst du vielleicht auch was essen. So sollt auch ihr das tun. Wenn ihr alles getan habt, dann sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Aus dem Evangelium kriegen wir das nicht heraus. Aber es gibt eben beides. Es gibt nicht nur diese Vereinseitigung. Aber das ist ein Wort, das uns eigentlich, das zum Resonanzboden dieses Wortes gehört, von dem unter dem Niederlegen, vor seinen Füßen, unter die Füße legen. Das macht das Wesen der Kirche aus, dass sie also ihrem erhabenen Haupte Christus zu Füßen liegt. Ach, ich würde am liebsten diesen Satz über jedes Kirchportal meißeln lassen. Nicht die Selbstbehauptung. Wir sind das Volk, wir sind Kirche. Ja, und was sind wir dann? Nein, wir liegen dem Pantokrator zu Füßen. Das haben früher Kirchenbauten zum Ausdruck. Bei unserer sieht man das dann zumindest durch das Kreuz angedeutet. Aber wir drehen uns ja weg. Wir sind ja nicht mehr auf den Pantokrator ausgerichtet. Wir drehen uns selber. Wir liegen uns selber zu Füßen. Deshalb fängt das natürlich an, diese ganze Tretmühle. Diese Fahrradfahrerei in der Kirche. Ja? Der eine ist eine Stufe oben, der tritt nach unten und nach oben buckelt er. Das ist die logische Konsequenz davon, wenn man den Pantokrator als Kirche nicht mehr zu Füßen nimmt. Dabei haben auch das die Psalmen vorgegeben und sogar sehr schön gesagt. Du thronst, sagen die Psalmen, über dem Lobpreis Israels. Der Pantokrator Christus thront über dem Lobpreis seiner Kirche. Was ist das, wenn wir hier dreimal am Tag oder am Samstag, Sonntag öfter zusammenkommen? Und diesen Lobpreis, so gut es geht, anstimmen. Wir bauen an seinem Thron. Wir stützen diesen Thron dann. Und eigentlich sind wir ganz froh, dass wir diesen Platz gefunden haben. Das ist kein Platz der Erniedrigung, einer künstlichen Sklaverei oder einer Sklavenhalterkirche oder Gesellschaft. Es ist das innerste Selbstverständnis der Kirche, das hier zum Ausdruck kommt und das hier im Psalm angesprochen wird. Oh. Ich will einige Punkte vielleicht ein bisschen stichwortartiger machen. Wenn wir auf den Vers 3 schauen, heißt in Übersetzung, dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht in heiligem Glanz. Andere Übersetzungen, mit dir ist Fürstengewalt am Tage deiner Kraft, im Glanzgefolge deiner Heiligen. Das ist auch so immer sehr interessant, dass vor lauter Vorsicht, dass man in den Übersetzungen manchmal die Auslegung der Väter zurückkommt. Weil die Väter manche Psalmverse christologisch gedeutet hatten, auch aufgrund einer bestimmten Übersetzung, nimmt man diese Übersetzung schon mal extra nicht. Da werden Brücken abgebrochen. Es ist zum Beispiel überhaupt nicht zu verstehen, dass auch in der lateinischen, also in der Vatikan-Übersetzung, die Introitus der Messe, der großen Feste etwa, nicht mehr im lateinischen Psalmtext auftaucht. Resurrexi et atux in pecum, der Introitus der Ostermesse. Wenn man das im Psalm 139 sucht, im Lateinischen 138, da wird man lange suchen, das findet man nicht mehr. Das ist so ganz korrekt übersetzt, dass das nicht mehr vorkommt. Und das ist ein Elend. Ja? Damit hat man diesen ganzen Kosmos auch der Liturgie bewusst zerstört. Man wollte das nicht. Das haben die Kirchenväter alle, die haben alles immer so einplaniert und haben das dann so übersetzt, das ist nicht richtig. Wir können das jetzt oberkorrekt machen. Ja, mag sein, dass wir das vielleicht jetzt 150%ig übersetzt haben, aber mit der Übersetzung kann kein Mensch was anfangen, weil es keine Brücken mehr gibt.
Ja, großer Erfolg. Bravo. Wie ist das mit dem Tag der Kraft? Ich habe das eben schon angedeutet. Dieser Tag der Kraft ist zunächst der Tag der Auferstehung Christi. Es gibt eine kleine Beschreibung von Chrysostomus, von Johannes Chrysostomus, was der Erweis der Kraft Christi ist. Scheint dir das nicht der klarste Erweis der Kraft, wenn durch den Tod der Tod überwunden wird, die unbezwingbaren Pforten zerbrechen, wenn die Sünde hinweggenommen und der Fluch gelöst wird, wenn alle die alten Übel ausgerottet und Güter einer ganz neuen Art eingeführt werden? Was kann man dieser Macht vergleichen? Tote wurden erweckt, Aussätzige gereinigt, Dämonen ausgetrieben. Das Paradies wurde geöffnet, der Räuber kehrte in die alte Heimat zurück, das Gewölbe des Himmels tat sich auf und die Natur, die menschliche Natur in Christus, die schmachvoll erniedrigt worden war, wurde über den Himmel des Himmels emporgehoben und, was das Größte ist, setzte sich unter der Assistenz der Engel und himmlischen Mächte auf den Königsthron. Alles Böse wurde in die Flucht gejagt, die Tugend zurückgerufen, die Gnadengabe des Pneumas, des Heiligen Geistes, geschenkt. Fischer, Zöllner und Zeltmacher verschlossen den Mund der Philosophen und beschämten die Zunge der Rhetoren. Kirchen sprossen auf dem ganzen Erdkreis hervor. Jungfrauenchöre schlossen sich zusammen und Scharen von Mönchen, und nicht nur die Städte, auch die Wüsten wurden von Frömmigkeit erfüllt. Die Chöre gerechter und heiliger Männer standen zusammen mit den Engeln und respondierten ihnen in melodischem Einklang. Allüberall auf der Erde erwuchsen Scharen von Märtyrern und Bekennern, Werke voll Kraft wurden in aller Leichtigkeit gewirkt. Und Menschen, die furchtbarer waren als die wilden Tiere, wetteiferten mit den Engeln, deren Leben nachzuahmen. Soweit die Sonne schien, ging nach dem Kreuzesgeschehen und der Auferstehung des Logos das Evangelium über die Erde hin. Indem der Prophet all dies bei sich erwog, sagte er: Mit dir ist Fürstengewalt am Tag deiner Kraft. Seine Auslegung zu diesem Psalm. Was ist, auch das können wir gar nicht genug in uns wirken lassen, dieser Tag der Kraft an einem Pessachfest in Jerusalem, dieser Morgen, als man den Leichnam Jesus nicht mehr findet. Das ist der Tag. Da stand am nächsten Morgen in keiner Zeitung. Ein paar alte Weiber haben sich aufgeregt und die Jünger durcheinander gemacht. Das war's. Das war Ostern. Nach menschlichem Maßstab. Und? Chrysostomus beschreibt dir, was daraus geworden ist. Ohne Mittel. Und, muss man heute immer wieder betonen, ohne Waffe. Ohne Medien. Nur aus der Erfahrung heraus dessen, aus der Erfahrung dieses Morgens und seiner Botschaft, was wir Wirken des Heiligen Geistes sind, Kraft Gottes, ist eine Generation später diese Botschaft überall angekommen, rund ums Mittelmeer, in der ganzen bekannten Welt. Das ist Kraft Gottes. Und wir müssen uns fragen, oder müssen uns auch, wenn wir diesen Psalm beten, fragen: Gibt es diese Kraft noch? Natürlich gibt es sie. Die Frage ist nur, ob wir uns dieser Kraft aussetzen. Etwa in den Mysterien, in den Sakramenten. Denn diese Kraft Gottes, von diesem Tag, von dem hier die Rede ist, der greift ja über auch in den letzten Tag. Wir reden ja vom Sonntag, vom ersten und vom achten Tag. Das ist ein wenig eine widersprüchliche Formulierung. Was denn? Jetzt gibt es nur sieben. Wieso gibt es dann einen achten Tag? Das hat genau hier seinen Grund. Der erste Tag, der Tag Gottes, die neue Schöpfung, wie wir sagen, mit Paulus anbricht, ist der Tag der Auferstehung. Und der achte Tag wird der Tag der Vollendung sein. Und die Wiederholung einer jeden Woche ist ein Zugehen auf diesen Tag der Vollendung.
Deshalb singen wir das sehr schön und stimmt. Die Liturgie hat ein unglaubliches Gedächtnis. Das ist großartig, wenn man sie nur ernst nimmt, wenn man sie nur lässt. Deshalb singen wir Samstagsmorgen im Glauben. Und jener letzte Morgen, den wir erflehen voll Zuversicht, erfinde wach und uns dann Lob und überschütte uns mit Licht. Das genau auf diesen Rhythmus abgehoben. Wir sind unterwegs, eigentlich morgen, klar, am Sonntag, muss man heute auch immer nochmal betonen, fängt die Woche an, zumindest nach christlichem Verständnis. Und es ist der erste Tag. Aber es ist immer auch ein Abbild des achten Tages, das heißt des letzten Tages, zu dem wir unterwegs sind. Es ist also eine fortschreitende Wiederholung. Wir drehen uns nicht einfach nur im Kreis. Es gibt eine Geschichte, die sich entwickelt, die ein Ziel hat. All das erfahren wir in diesem Psalm. Und ich will nur ganz kurz, man kann das vielleicht im siebten Kapitel des Hebräerbriefs noch einmal selber nachschlagen, wie das mit dem Priestertum ist, das hier angesprochen wird. Ein Priestertum eben nicht nach Levi und Aaron, das ist zu Ende gekommen. Es ist ein Priestertum des Melchisedek. Warum Melchisedek? Diese komische Figur, die da plötzlich im Buch Genesis irgendwie mal einen kurzen Auftritt hat und dann wieder verschwindet. Nachdem Abraham gerade siegreich aus einer kämpferischen Auseinandersetzung kommt, tritt ihm der König von Salem auf dem Weg, Melchisedek, der Priester des höchsten Gottes, von dem es heißt, der ohne, wie der Hebräerbrief sagt, ohne Vorfahren ist. Hier ist sozusagen gleich die Väter sagen, eine interessante Sache, sie sagen, Christus ist das Vorbild des Melchisedek. Und deshalb kann der Psalm auf Melchisedek rekurrieren und ihn als Typos des Christus und des Messias vorstellen. Aber Christus liegt ihm eigentlich voraus. Und natürlich die Gaben, die er bringt, sind ja eine direkte Produktion. Er bringt Brot und Wein heraus als Priester des höchsten Gottes. Das ist nicht einfach nur ein Zufall und die Kirchenväter haben dann irgendwie von ihren Sekretären nachschauen lassen, wo der Predigt vor allem im Alten Testament vorkommt, ja, so wie wir das heute machen, wenn wir Credit Points in diesen merkwürdigen Studiengängen sammeln, so sagen wir, machen mal alles, was so unter Brot und Wein in der Bibel ist, so ein Querschnitt und dann tun wir anschließend, sonst hätten wir schon was verstanden. Nein, sondern das Ganze, der ganze Resonanzboden, der ins Schwingen kommt, was das Priestertum angeht, die Herkunft angeht, der König und Priester ist und die Gaben, die er bringt, die er Gott gab, sich selber, der Christus. All das klingt an und klingt mit, wenn wir diesen Psalm uns zu eigen machen, sonntags und an Feiertagen in der Festung. All das Unentschiedene unserer Weltgeschichte, in der Christus unsichtbar ist, bis ihm die Feinde unter die Füße gelegt sind. Die Weltgeschichte ist unentschieden und dennoch ist dieser Tag Christi schon angebrochen. Aber es ist nicht sichtbar. Manchmal in unserer merkwürdigen Stimmung von Verzweiflung überkommt uns ja auch, ach, sind wir irgendwie auf dem richtigen Weg und wie wird das alles ausgehen? Der Tag Gottes, von dem hier die Rede ist, der ist schon da, ist schon angebrochen, aber ist verborgen. Genau wie Gott verborgen ist. Aber der Tag der Kraft hat schon stattgefunden. Immer am Sonntag in der Vesper erklingt sozusagen diese Königsherrschaft Christi, die in der Auferstehung begründet ist und ausgreift auf den letzten Tag und dann allumfassend sein wird. Wie Paulus im 1. Korintherbrief sagt, damit Gott alles in allem ist, das leuchtet in jedem Abendgebet auf. An jenem Tag, an dem in besonderer Weise der Glanz der österlichen Königsweihe des Kyrios, des Herrn, des Messias liegt, singt die Kirche ihm den Psalm als das Triumphlied auf seinen Sieg. Eben zur Zeit der Vesper, zu der Stunde,
da die alttestamentliche Gemeinde im Tempel das Abendopfer feierte, jubeln wir Christen unserem hohen Priester zu, der am sinkenden Abend dieser Welt in der Erhebung seiner Hände am Kreuzestamm das wahre Abendopfer für das Heil der Welt dem Vater dargebracht hat. Es ist eine erfüllte Prophetie, die sich unablässig vollendet.